Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer noch einmal 0800 220 5050, Faxnummer 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Maximilian und ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maximilian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich vor langer Zeit dich schon mal bei einer Talkshow gesehen habe und dann dich danach nochmal bei einem Thema deiner Sendung gehört habe, und da geht es um natürliche Potenzmittel bzw. Potenzsteigerungsmittel. Ah ja. Und da habe ich selbst ein Problem, dass es bei mir zwar funktioniert im Bett, aber nicht so, wie ich es gern haben möchte. Mhm. Und da habe ich überlegt, was man da machen könnte. Und das Problem ist, glaube ich, psychischer Art, da es so ist, dass meine Freundin mich da oft unter Druck setzt. Mhm. Und inwiefern setzt sie dich unter Druck? Naja, sie sagt, dass sie das nicht genügen würde und dass sie da mehr erwarten würde. Und Was genügt ihr nicht? Ja, die Häufigkeit oder ja, das, was ich leisten würde. Wie genau, frage ich sie gar nicht, weil das immer zu Streit führt. Und würde ich aber schon mal genau fragen. Will sie mehr? Will sie es anders? Will sie es härter? Will sie es weicher? Und frag ich. Ne? Ja. Wissen wir nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Und da weiß ich, dass ich im Prinzip ja eigentlich da unbedarft daran gehen sollte. Ja. Und aber es ist schwierig, dann einfach zu sagen, ich schalte den Kopf jetzt einfach aus und mach. Und wie lange seid ihr zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie lange geht das? Dieser Druck, war der von Anfang an da? Relativ früh schon, ja. Ja. Wie oft schlaft ihr denn miteinander? Ja, desto stressiger es ist, desto seltener. Naja, so ungefähr. Ich schätze mal 4-5 Mal die Woche. Ja, das ist schon ganz okay. Ja, und das Problem ist halt, dass es dann... Ist das denn für dich so eine, das ist natürlich schwierig, wenn man das selbst beurteilen soll, aber ist das so der normale Sex, die 0815-Nummer, ohne das jetzt abzuwerten? Nein, es ist sehr abwechslungsreich. Also das Problem ist, dass sie sagt, wenn es spontan ist, dass ich dann oftmals so vorher mir Gedanken mache, könnte jetzt was passieren, muss ich jetzt gleich was leisten können, und dann ist natürlich sofort eine Blockade da. Und klar, das ist richtig scheiße. So, jetzt hast du mich angerufen zum Thema Aphrodisiaka. Ja. Und ich höre jetzt daraus, dass du auf irgendein Zauberpulver hoffst. Nein, ich weiß, dass es... Dass du dir da einpfeifst und nach dem Motto, jetzt, da bin ich der Hengst schlechthin. Nein, ich weiß, dass es da medizinische Produkte gibt, die auf so chemischer Basis basieren. Also Levitra, Viagra zum Beispiel. Genau, diese Sachen, und die sind halt unwahrscheinlich teuer und auch schwierig, beziehungsweise das nur auf Rezept zu bekommen, soweit ich weiß. Ja, aber wäre ich in dem Fall auch jetzt in deinem Fall erstmal ein bisschen vorsichtig, weil du bist nicht krank, du hast keine organischen Schäden. Das ist ja eigentlich ein Problem eurer Beziehung, so wie ich das jetzt verstanden habe. Mhm. Ne? Da würde ich jetzt weder mit Chemie rangehen, noch mit irgendwelchen Zaubermitteln. Obwohl das ein interessantes Thema ist. Wie kann ich mich noch schärfer machen, als ich schon scharf bin? Ja. Aber das ist so ein ernster Hintergrund, den du geschildert hast. Mhm. Wenn es jetzt um reinen Spaß geht, kann man drüber reden. Ja. Aber wenn deine Freundin dich da so unter Druck setzt, ist die Freundin schuld. Mhm. Die Freundin ist schuld. Punkt. So, und jetzt muss herausgekriegt werden. Ich wundere mich aber auch über dich, Maximilian, dass du da nicht weiter bohrst. Dass du die nicht weiter befragst. Was fehlt dir denn? Oder was soll ich denn machen? Du hast gesagt, du hast Angst, das zu fragen, weil es dann in der Streiterei endet? Meistens, ja. Das kann ich so schwer nachvollziehen. Wenn man das konkret fragt, warum endet das in der Streiterei? Erklär mir mal den Dialog, der sich da abspielt. Ich denke mal, dass sie gefrustet ist. Und weil sie sich wahrscheinlich auch denkt, dass es an ihr liegen könnte. Und
Aber warum ist sie gefrustet? Ihr habt Sex 4 bis 5 Mal in der Woche. Ja. So, und du sagst, das ist für, nach deinem Geschmack sogar ganz guter Sex. Ja. Mit vielen Varianten und weiß ich was. Ja, oftmals ist es halt so, dass es, wenn es denn so sage, dass irgendwann dann bei mir sozusagen Blockade da ist und keine Ahnung. Dann. Das heißt, was, dann geht es nicht. Das ist über Erektionsschwierigkeiten. Genau. Ja. Mhm. Dieses liegt aber begründet in einem Konflikt eurer Beziehung. Hm. Ne? Dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da irgendwas nicht klar ausgesprochen ist oder dass da irgendeine Barriere ist. Hm. Und das gilt es zu klären. Und wenn ihr beiden das nicht alleine schafft, dann würde ich euch raten, dass ihr mal 1, 2, 3, 4 Mal zu einer Beratung geht. Hm. Ist das ein gravierendes Problem, diese Sexualität für eure Beziehung? Naja, ich meine, das gehört für mich dazu, wie täglich Brot und Wasser, ne? Ist völlig klar. Ich meine, insofern gravierendes Problem, dass du vielleicht schon Sorge hast, dass das auf die ganze Beziehung abfärbt, vielleicht sogar irgendwann mal die Beziehung beschädigt. Kann sein, ja. So, da muss ja was gemacht werden. Da muss ja was gemacht werden. Ich frage jetzt noch einmal, du hast überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung sie sich ihre Sachen vorstellt, wo ihre Wünsche liegen. Doch schon in etwa, ja. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hätte, sondern nur stumpf drauf los irgendwie machen würde, sondern natürlich sagt sie mir auch, was sie gerne mag und was sie nicht so gerne mag. Nicht so genau und nicht so präzise. Nee, aber ich meine, du weißt letztendlich, weißt du den Kern ihrer Frustration, weißt du nicht. Ich glaube, dass es daher rührt, dass es am Anfang oder relativ früh schon diese Probleme gab und sie das Gefühl hat, dass ich sie nicht attraktiv finden würde. Also dass das heißt, sie glaubt, das wäre ihre Schuld, dass ich sie nicht sexy finden würde oder... Ach so. Ist es denn so? Nein, überhaupt nicht. Du findest sie wirklich sexy? Ja. Und das hast du ihr auch richtig zu verstehen gegeben? Ja, sie ist bildschön, sie ist toll gebaut. Du verwöhnst sie auch? Und ja. Und du zeigst auch, dass du sie begehrst, wirklich? Ja. So, dann ist da wirklich irgendwas faul. Läuft da in der Kommunikation was falsch oder ist es irgendwas Komplizierteres, Komplexeres, glaube ich. Ja. Und sie meinte auch, also, ob das bei mir normal so wäre, dass das so schlecht wäre und ob das... bei mir das Regel wäre, das könnte ja sein, weil ich sage, nein, eigentlich nicht. Ja. Und das würde ich so auch nicht kennen. Und das Problem habe ich auch nicht, wenn ich alleine bin. Also wenn ich meinetwegen sie 4 Wochen nicht sehe, weil sie auf Fortbildung ist oder so, dann habe ich auch keine Probleme. Mhm. So, Maximilian, keine Sache für Aphrodisiaka, finde ich. Definitiv nicht. Ich möchte, dass du jetzt ein paar Versätze mit meinem Psychologen redest. Mhm. Und perspektivisch, dass ihr, wahrscheinlich wird Johannes, das ist mein Psychologe heute Nacht, auch in dieser Richtung dir was sagen, dass ihr euch gemeinsam mal ein paar Mal beraten lasst. Das ist mein Vorschlag. Ja. Und wenn alles im grünen Bereich ist, dann kann man aus Spaß mal über Aphrodisiaka reden. Gut. Finde ich. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, hier ist WDR. Das WDR Fernsehen und Radio 1 Live mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt hier in der Nacht über alles Mögliche, alles Unmögliche, dann seid ihr an der richtigen Stelle. Ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte mit Telefonnummer. Michael ist der Nächste und Michael ist 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Ja, ja. Und zwar geht mir darum... Ich habe in den letzten paar Sendungen, da waren mal so 2 Fälle, wo zum Beispiel ein Mädchen belästigt wurde, wo die Freunde nicht geholfen haben, die nah dran standen. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst. Ja, erinnere ich mich gut, ja. Genau. Und mir geht es einfach nur darum, also ich habe selber was erlebt, will ich auch gleich kurz erzählen, dass die Leute eine gewisse Zivilcourage auch entwickeln, um auch einzuschreiten, wenn sie merken, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und zwar ging es bei mir darum, als ich so 12, 13 war, war ich Messdiener, Boss in der Gemeinde. Und unser Pastor hat sich halt an die jungen Westdiener herangemacht und sie im Prinzip sexuell missbraucht. Also es ging nicht so weit, dass es zum Geschlechtsverkehr ging, sondern halt küssen, also auch mit Zunge und halt anfassen. Ne? Und das ist nie rausgekommen. Anfassen heißt Geschlechtsteile anfassen. Genau, richtig. Mhm. Das ist nie rausgekommen und ich war halt im Nachhinein nur geschockt. Also das war. Und du warst auch betroffen? Ja, ich war auch betroffen. Das heißt, mit dir hat er das auch gemacht? Mit mir hat er das auch gemacht, ja. Mhm. Und 2 Jahre ungefähr? Ja, ungefähr 2 Jahre. Mhm. Und gut, das war jetzt nicht die 2 Jahre durch. Wir haben wir haben es dann immer so geschützt, dass wir zu mehreren, wenn hingegangen sind, der hat natürlich immer versucht, die Kinder einzeln ins Haus zu bekommen. Mhm. Also so, ist das so dann im ist das dann besucht. im Pfarrhaus passiert? Ja, im Pfarrhaus. Krass, ne? Ja, der wohnte ja da alleine. Mhm. Ne? Und das war ja dann kein Problem. Mhm. Und die alle habt dicht gehalten? Und alle haben dicht gehalten. Weil alle Angst hatten, der macht irgendwas Schlimmes mit uns.
Nee, das Problem war ja, also der ist, hat er ja eine gewisse Vertrauensperson ist er ja, ne? Und er hat das dann immer so ganz so brüderlich, so aus Liebe wäre das, ne? So, weil er einen so gerne mag. Ja, so hat er das immer begründet. Also er hat das ja jetzt nicht als irgendwas. Ja, aber dennoch, wenn man so 12, 13 ist, ist man ja nun schon weit genug, dass man eigentlich das Kotzen kriegt, wenn der Pfarrer einem die Zunge in den Hals steckt. Ne? Ja. Deswegen sind wir dann auch meistens zu mehreren und nicht mehr alleine, weil uns das unangenehm war. Aber was mich geschockt hat im Nachhinein, das hatte mir dann meine Mutter erzählt, das habe ich nie gewusst, dass das die Eltern teilweise geahnt haben oder auch gewusst haben und nichts unternommen haben. Es gab sogar eine Pfarrgemeinderatssitzung deswegen, wo das Thema zur Sprache kam. Und da hat der Pfarrgemeinderat auf die Eltern, die was sagen wollten, ist er zugegangen, hat denen praktisch gesagt, die sollten nichts sagen. Und das ist bis zum Schluss, der ist jetzt mittlerweile tot, ist bis zum Schluss nichts rausgekommen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja auch unglaublich. Das ist ja noch gar nicht so lange her. 20 Jahre ungefähr. Ja, genau, 20 Jahre. Und ich habe mir im Nachhinein, ich war dadurch echt so geschockt, dass die Eltern das wussten und die Kinder nicht gewarnt haben. Unvorstellbar ist das. Dass ich mir nicht nur gewarnt haben, dass sie die Eltern nicht raus, dass sie die Kinder nicht rausgezogen haben und den Typ nicht angezeigt haben. Richtig. Und da habe ich mir im Nachhinein hatte ich echt so eine Wut, dass ich mir überlegt hatte, die Leute, auf die im Pfarrgemeinderat damals waren, anzuzeigen. Ja. Aber wie gesagt, die sind mittlerweile alle tot. Ja. Und das hat ja nun auch keinen Sinn. Aber deswegen wollte ich das erzählen. Also die haben natürlich dicht gehalten, so, das ist ja der Pfarrer, das ist eine besondere Person. Mhm. Und ich finde, das darf nicht sein. Jeder ist ein Mensch, egal was für eine Position der besitzt. Na, was für eine Frage. Ja. Natürlich. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Deine Mutter hat das damals auch schon gewittert? Ja. Bei meiner Mutter muss ich eigentlich dazu sagen, der habe ich das nicht ganz so übel genommen, aus dem einfachen Grunde, weil sie damals als Kind von ihrem Stiefvater auch missbraucht wurde. Sehr schlimm. Mhm. Und sie hatte bis jetzt immer ihr ganzes Leben lang sehr schlimmes Leben gehabt. Ne? Also ist von ihrer Mutter ins Heim geschickt worden. Daher hatte sie vielleicht auch ein besonderes Sensorium. Das kann sein, ja. Ne? Aber dennoch gefragt, wie haben die Eltern das denn erahnt? Da muss ja doch das eine oder andere Kind vielleicht nicht direkt was gesagt haben, sondern irgendwie was angedeutet haben. Aber dadurch, dass das dann nie rauskam, ich kann jetzt nur von meinem Fall sprechen. Ich weiß halt definitiv, dass diese Pfarrgemeinderatssitzung stattgefunden hat, dass also manche Eltern das auch gewusst haben. Und das wurde da thematisiert, ne? Genau, das wurde da definitiv thematisiert. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Kinder das 100% betroffen hat, weil wir Kinder haben natürlich nicht darüber gesprochen. Und es ist im Nachhinein einem ja auch unheimlich peinlich. Man fühlt sich schlecht und traut sich das auch gar nicht zu sagen. Deswegen nehme ich an, dass viele das auch ihr Leben lang nie sagen werden oder auch noch nie gesagt haben. Vielleicht fühlt man sich im Nachhinein auch insofern schlecht, dass man, also jetzt aus der entfernten Warte heraus und als Erwachsener, dann vielleicht doch irgendwie denken, hättest du doch mal was gesagt und zudem dann auch noch ein schlechtes Gewissen hat. Ja, das kommt dann auch dazu. Ja, richtig. Richtig. Was hat das denn mit dir gemacht, dass dieser Pfarrer euch da befingert hat und ihr ihn befingern musstet? Also ich hatte am Anfang, ich habe das halt erstmal weggedrängt, ne? Also weggedrückt. Also bei mir war das so 4-5 Mal oder so. Also es war jetzt nicht, weil sonst bin ich entweder nie hingegangen, bin ja nachher dann auch nicht mehr Messdiener gewesen, habe dann auch gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Habe das dann erst weggedrängt und dann kam es noch so, also schon öfter mal vor, auch wenn ich, hab ja dann eine Freundin, wenn dann mit der Freundin irgendwas sexuell war, da kam das dann auch schon manchmal vor, dass ich dann praktisch in dem Moment wieder daran denken musste und dann einen Rappel bekommen habe. Ne? Also dann kannst du wahrscheinlich sehr gut erahnen, was es mit Kindern anrichtet, wenn es dann auch noch zu einer direkten zu einem direkten Geschlechtsverkehr oder einer Vergewaltigung gekommen wäre. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil ich das immer noch nicht richtig kapiert habe. Ja. Warum auch du, ich kann jetzt nur dich fragen, warum du den Mund gehalten hast? Ich kann es im Nachhinein gar nicht so sagen. Ich denke mal, erstmal das Alter, ich meine gut, heute die 14- oder 13-Jährigen sind natürlich ganz anders aufgeklärt oder auch ganz anders drauf. Früher war noch ein ganz anderer Respekt vor 20 Jahren. Mhm. Ja, also da eine Respektsperson war da noch was, was heute ja so gar nicht mehr der Fall ist. Ne? Also ich denke mal, gut, heute befreit man sich da mehr, aber ich denke mal, dass das auch daher kam, weil der Pastor ist was ganz, eine Vertrauensperson, hat das eine Respektperson. Genau, eine ganz besondere Stellung. Mhm. Und ich nehme mal an, dass das dann halt auch der Druck daher rauskam, dann nicht zu sagen. Mhm. Und vielleicht, weil man sich selber dann auch so schlecht gefühlt hat. Ja, natürlich. Parallel dazu baute sich aber dann doch sicher bei dir und auch bei den anderen Jungs ein Es waren auch Mädchen bei, ne? Wir waren Ach so. Wir waren einer mit der ersten Gemeinde, die auch Mädchen hatten. Mhm. Und mit denen hat das auch gemacht?
Weiß ich nicht, aber ich nehme es mal stark an. Also parallel dazu baute sich da sicherlich dann auch nicht nur ein Widerwillen, sondern auch einen Ekel und Hass gegenüber diesem Mann auf. Ne? Nicht nur gegenüber diesem Mann. Gegen die Kirche wahrscheinlich. Gegen die Kirche, weil diese Heuchelei, die da immer stattfindet. Ja. Und ich nehme mal an, das passiert ja nicht, hat ja nicht nur bei uns in der Gemeinde stattgefunden. Es gibt ja bestimmt auch mehrere, man hört das ja auch immer mal wieder. Ne? Hast das bei dir zur Folge, dass du der Kirche den Rücken gedreht hast, gekehrt hast? Ja, und ich kann auch, also auf die Kirche, es gibt sicherlich Leute, die da sehr viel Gutes auch bewirken, aber über dieses Konstrukt, ja, vom Papst aus und was der natürlich auch alles sagt, also ich finde das unmöglich in der heutigen Zeit. Wobei wir wirklich Fairness halber sagen müssen, das ist nicht die Kirche, ne? Das sind immer wieder schwarze Schafe, die da auftauchen, aber es ist nicht die Kirche. Und aber dennoch haben solche schwarzen Schafe so eine üble Wirkung und eine Langzeitwirkung offensichtlich auch. Ja, und man muss es dann, ich finde, man muss dann auch dazu stehen und das aufdecken, aber wenn man dann das nicht macht und es vertuscht, ich finde, dann macht man sich mitschuldig. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also dieser Aufruf zur Zivilcourage, wenn sowas ist, Mund aufmachen, unbedingt. Ne? Auch eventuell vielleicht auch erstmal Nachteile in Kauf nehmen und Nervereien, aber weil man letztendlich dann auch wieder neuen Betroffenen hilft. Ne? Richtig. Das ist auch ein wichtiges Argument. Ne? Richtig. Und vor allen Dingen, egal welche Position derjenige hat, ne? Weil ein Titel macht keinen Menschen aus. Ja. Ein Mensch ist immer so, wie er ist, egal ob er Doktor ist oder sonst irgendwas. Oder Arzt, oder das hat alles nichts zu sagen, das macht den Menschen nicht aus. Ne? Gut, Michael, ich danke für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Und wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Ja, und dann mach weiter so, ist eine super Sendung. Dankeschön. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer. Und jetzt bin ich gespannt auf zwei Anrufer gleichzeitig, nämlich auf Margit 28 und Dirk 25. Ja, hallo Domian, hörst du mich? Ich habe zuerst mal die Margit. Hallo? Ja, ich höre dich gut. Ja, ja. Ja, okay. Also ich habe vielleicht ein bisschen ein komisches Thema. Mein Thema ist das Restjungfernhäutchenentfernung. Ja, sowas gibt's. Also in der Fachsprache auch Resthymenentfernung. Und zwar, also ich hatte über Jahre lang Schmerzen beim Sex, vor allen Dingen hinterher. Und also ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt und keiner konnte mir helfen. Ja. Und dann war ich bei einem, der war eigentlich ganz gut. Also von Arzt zu Arzt heißt auch von Gynäkologe zu Gynäkologe. Ja. Ja. Also wirklich niemand hat mir helfen können. Und in erster Linie ist es dann auch auf die Psyche geschoben worden. Ja. Also, und ich kann halt auf hundertprozentig sagen, also an der Psyche lag es nicht, weil man bildet sich ja solche Schmerzen mit ein. Also vor allem auch das Brennen hinterher. Ne? Ja. Und da war dann auch schon der Verdacht, es könnte eine Spermaallergie sein oder was weiß ich. Ja. Was alles. Ja. Und dann war ich bei einem Arzt, der war eigentlich auch nicht schlecht, sagen wir es mal so, und der hat mich dann nach Heidelberg sogar überwiesen, ans Universitätsklinikum. Und da wurden auch verschiedene Tests gemacht, ob man dann eventuell, was weiß ich, von aus irgendeinem Land was mitgebracht hat, ein Virus oder wie auch immer. Also es wurde mir überhaupt nicht geholfen. Und dann hat dieser Doktor den Vorschlag gemacht, also ich bin das, was man vielleicht eng nennt, sagen wir es mal so. Ja. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht, man könnte vielleicht den Scheideneingang ein bisschen verbreitern mit einem kleinen Schnitt. Und er hat gesagt, es wird dann nach links und nach rechts geklappt. Ja. Und das wurde dann gemacht vor etwa 3-4 Jahren und das hat aber nicht den erhofften Erfolg gebracht. Also ich hatte halt auch weiterhin noch Beschwerden. Und vor allen Dingen, wenn das Jungfernhäutchen dann immer wieder gerieben wird beim Geschlechtsakt, sagen wir es mal so, dann entzündet sich das manchmal und dann hat man auch gleichzeitig, also ich habe dann auch viel Beschwerden noch gehabt gleichzeitig mit der Blase, immer wieder Blasenentzündungen. So, jetzt habe ich gehört dass da eine langjährige Beschwernis vorlag und du bei vielen Ärzten warst, die jeweils eine Fehldiagnose gestellt haben oder im Dunkeln, im Nebel gestochert haben. Was war es denn jetzt? Eigentlich das Jungfernhäutchen als solches, was ich will jetzt nicht sagen zu dick ist, aber eben das Jungfernhäutchen musste komplett entfernt werden. Das habe ich jetzt Anfang September machen lassen. Jetzt müssen wir mal, da bin ich ja nur auch medizinischer Laie. Normalerweise stelle ich mir vor, dass beim ersten Geschlechtsverkehr ist es kaputt. Ist es weg quasi. Ja, normalerweise schon. Normalerweise aber so wie dieser eine Arzt gesagt hat, ist es bei mir eben nicht komplett weggegangen. Also irgendwie schon noch ein Teil vorhanden. Also es ist ein Stück da geblieben und ist irgendwie angewachsen, angewuchert oder so? Kann man das mal so profan ausdrücken? Wird immer wieder eingerissen beim Geschlechtsakt, also tut es erstmal immer so ein bisschen entzünden und. Aber sag mal, Margit, du warst bei ganz vielen Gynäkologen. Ist das für die nicht ein fachkundiger Blick und die sehen das? Nee,
Absolut nicht. Ich war sogar mal bei einer Ärztin als junges Mädchen von 17 Jahren nach einem Techtelmechtel im Urlaub und ich habe die Frau gefragt, ist denn eigentlich mein Jungfernhäutchen noch da, noch vorhanden? Ja. Und dann sagte die zu mir, das kann man so gar nicht sagen, gar nicht sehen. Und da war ich dann ganz baff. Wie kann man so eine Diagnose stellen? Ja, da bin ich jetzt allerdings auch baff. So, was hat man mit dir gemacht? Hat man das jetzt operativ entfernt? Also, oder? Das wurde jetzt eben vor 3 Jahren oder 3, 4 Jahren etwa von einem Arzt eben mal eingeschnitten und auseinandergeklappt. Und das hat also nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ja. Und jetzt bin ich bei einer Ärztin und die hat gesagt, das müsste komplett entfernt werden. Und die hat dann sogar gemeint, es sind mehr Frauen, Mädchen, als wie man meint, die so Probleme haben. Also es gibt wirklich viel mehr Restjungfernhäutchen-Entfernungen, als man meint. Ich kann es mir nicht vorstellen, dieses Restjungfernhäutchen. Ist das angewachsen? Ist das sogar noch zusätzlich verwachsen an der Scheidewand? Oder wie ist das sich zu ver... Also, mir wurde das auch nicht so hundertprozentig erklärt. Also beim ersten Geschlechtsakt ist das wohl irgendwie eingerissen, aber Reste davon blockieren irgendwie links und rechts den Scheideneingang irgendwie. Das ist jetzt bei dir operativ entfernt worden? Ja, und das war jetzt Anfang September. Ja. So, und jetzt hatte ich diverse Wundheilungsstörungen. Also es ist ja so, dass die Frau gesagt hat, es dauert so 4 bis 6 Wochen und dann können wir auch mal wieder miteinander probieren. Mein Mann und ich, also und der Mann ist der Dirk, ne? Der sitzt ja irgendwie neben dir. Ja, und jetzt halte ich ihn praktisch jetzt bis heute schon so lange hin, er muss halt warten, bis das endlich in Ordnung ist. Ja. Und da muss ich sagen, mein Mann hat eine Engelsgeduld mit mir und ich bin so glücklich. Ja, und ich gib bin ihn mir so doch mal, wo wir so gut über, wo wir so gut über ihn reden, gib ihn mir doch mal eben. Ja, den gebe ich dir, Moment. Hi Jürgen. Hallo Dirk, eine Engelsgeduld, das ist ja schon mal nett, wenn die eigene Partnerin das sagt. Ja, ja. Aber ist ja auch eigentlich normal, nach so einem operativen Eingriff, dass, wenn man sich da in die Frau hineinversetzt, dass man da erstmal seine Ruhe haben will, ne? Ah, ja, klar, und man hat auch irgendwie Verständnis, und das ist halt die Lebenspartnerin, und sollte man auch Respekt haben und das akzeptieren. Genau. Halt, ne? Und ein bisschen warten. Und letztendlich ist das ja ein guter Eingriff, weil ihr nur endlich wisst, woran es lag, weil ich könnte mir vorstellen, dass eure Sexualität dann in den letzten Jahren oftmals auch schwierig war. Ah ja, schon. Ne? Aufgrund dieser Beschwernisse, die Margit gerade erzählt hat. Ah ja, schon. Und da hat sie eine Blasentzündung gehabt und wir 4, 5 Wochen Pause und da war es mal wieder eine Woche gut und dann hat das wieder angefangen und ist immer so hinhergegangen. Und das ist mal, Gott sei Dank, das ist jetzt mal endlich gefunden Woche, was es letztendlich ist und das ist wie richtig gemacht worden. Wie lange ist jetzt noch die Frist, bis du mal ran darfst wieder? Ah gut, sie hat jetzt einen Donnerschaffentermin gehabt und sie hat gemeint, das wäre jetzt zu jetzt endlich und es war die Haut wäre noch ganz rosa und dünn halt. Und also 4 Wochen noch? Ich weiß es nicht. Sagen wir Weihnachten. Also sie hat nicht direkt ja und auch nicht direkt nein gesagt. Ich würde sagen, wir warten halt noch. Ich würde sagen, Dirk, Weihnachten? Ne? Weihnachten, ja, wahrscheinlich Weihnachtsding. Ne? Oder wenn es Weihnachten noch ein bisschen heikel ist, definitiv Silvester. Das wird das schönste Silvester seit Jahren. Ne? Also ist doch eine interessante Geschichte, interessanter Hinweis auch von Margit, vielleicht an andere Frauen, viele andere Frauen, die Beschwerden haben, dass es eben auch das sein kann, mir unbegreiflich, dass ein Gynäkologe das nicht irgendwie ganz schnell rauskriegt. Ja. Aber nun gut, ich verstehe es nicht. Du gibst ich gebe dir nochmal kurz die Margit. Genau, so machen wir es, Dirk. Alles Gute, tschüss. Ich wollte nochmal kurz sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dir und ich nehme jeden Tag deine Sendung auf und... Das ist aber nett von dir. Dass ich am nächsten Tag googeln kann. Das freut mich. Vielen Dank. Ich morgens immer früh raus muss, dann ist immer nachts auf. Ja, es ist dann zu spät. Und kann ich noch ein Autogramm dann haben von dir, ja? Ja, wir rufen euch gleich nochmal zurück wegen der... Ich gebe doch gerade mal kurz die Margit, ne? Alles klar. Ja, tschüss, ciao, ne? Hallo. Also wie ist es, Margit, mit Weihnachten? Ja, ne? Weihnachten, also frühestens, spätestens, ja. So, kann man verhandeln, ne? Aber ich wollte sagen, ist doch alles auf einem guten Weg und wirklich interessant, wenn Frauen solche Beschwerden haben, vielleicht auch mal einfach dieses Restjungfernhäutchen oder wie immer man das da auch nennen mag, mal den Gynäkologen darauf aufmerksam zu machen. Hier, vielleicht kann es auch daran liegen. Gucken Sie doch mal richtig rein. Mhm. Ne? Oder halt dann doch mal zu 1, 2 Ärzten gehen und gucken, was die sagen. Ja. Ja. Gut, also interessante Geschichte. Bei euch geht's bergauf. Ja, ich hoffe, auf jeden Fall. Dass es dann wirklich alles wunderbar klappt hinterher. Und ich wünsche schöne Weihnachten. Ja, danke schön. Tschüss, Margit. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Steffi hier. Steffi, 32. Hallo, Steffi. Hallo, Sobian. Hallo, Steffi. Um was geht's? Mein Thema ist Engelskinder. Engelskinder? Ja, es geht darum, dass ich am 31.10.2001 eine Totgeburt hatte. Mhm.
Und zwar habe ich das Kind komplett ausgetragen bis zur 42. Woche. Ja. Normalerweise sind 40 Wochen, aber der Arzt hat gesagt, es kann noch. War das Kind dann schon im Mutterleib verstorben? Ja, ja. Einen Tag vor der Entbindung. Wo es geholt werden sollte. An was ist das Kind gestorben? Es hatte einen Knotennabelschnur und das schon wahrscheinlich 2 Monate lang. Aber das ist 2 Monate lang gut gegangen? Und gut gegangen. Das Kind ist mit einem Gewicht von 2290 Gramm auf die Welt gekommen. Ja. Und das ist ein normales Gewicht von einem 7-Monats-Kind. Ach so, aber man könnte herauskriegen, dass das Kind einen Tag vor der Geburt oder vor dem Herausholen verstorben ist. Einen Tag vorher. Nicht ganz so. Ungefähr. Also sagen wir so. Ich bin regelmäßig zur Vorsorge gegangen und dann hat der Arzt mir gesagt, okay, ist nicht schlimm, weil das Kind ein bisschen übertragen wird. Mhm. Kommen Sie am Montag wieder und am Montag bin ich dann zu dem Arzt gegangen. Der hat auch gesagt, wenn Montag noch nichts ist, dann weise ich Sie ins Krankenhaus ein und dann können Sie das Kind kriegen. Hm. Lass mal, die Montag, und das kann man nicht so einordnen. Was meinst du denn, wie viele Tage es schon tot war in deinem Körper? Ein Tag. Ach, doch, ein Tag. Hm. Ein Tag, ja, also sonntags, ich hatte samstags nachts, samstags abends, spätabends, habe ich noch einen richtig ganz kräftigen Tritt. Habe ich noch zu meinem Tag dann gesagt, ich sag, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Mit dem Kleinen, der meldet sich nicht. Und dann, ich habe es nicht ausgesprochen, habe ich recht so einen ganz fetten Tritt gekriegt, aber wirklich einen ganz fetten. Es hat richtig wehgetan. So, jetzt ist das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Nein, gar nicht. Ich habe es normal gekriegt. Das ist normal gekommen. Da wusstest du aber noch nicht, dass es tot war. Hatte man dir Nein. Das ist jetzt irgendwie. Ich habe an dem Tag, als ich ins Krankenhaus gehen sollte, das Kind kriegen sollte, wurde das Kind, also als klar gewesen, dass das Kind. Oh, das ist eine ganz schlechte Leitung, Steffi. Es ist eine ganz schlechte Leitung. Ich habe immer ich versuche nochmal. Ich habe so Unterbrecher immer zu und verstehe immer nur die Hälfte, was du sagst. Also, ist jetzt besser? Die Frage war von mir, ob du, bevor das Kind geboren wurde, du das schon wusstest. Ich wusste es einen Tag vorher, ja. Du wusstest das? Mhm. Ja. Was ist das denn für ein Gefühl gewesen, als du, da baut sich ja nur wirklich eine Beziehung auf, wenn das Kind schon so entwickelt ist. Ja. Und dann ein totes Kind zur Welt zu bringen? Ich muss sagen, ich habe wohl wahrscheinlich so einen starken Schock gehabt. Ich war überhaupt zu keiner Gefühlsregung. Also ich habe keine Gefühlsregung gehabt. Ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht schreien, gar nichts. Hast du das Kind gesehen? Ja, ich habe es auch sogar taufen lassen. Das heißt, du hast es auch in Arm genommen? Ja. Mhm. Es war ja warm. Also die Ärztin hat mir gesagt, die Ärztin, die mich untersucht hat, hat gesagt, ich würde Ihnen raten, das Kind ganz normal zu bekommen. Mhm. Sie können das in den Arm nehmen, es ist warm. Mhm. Es ist kein Monster, es ist Ihr Baby, es ist ein ganz normales Baby. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein normales Baby. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie lange hast du das Kind, das tote Kind dann bei dir gehabt, bei dir auf dem Arm gehabt, im Arm liegen gehabt? Ja, so 45 Minuten bis eine Stunde. Und dann ist es getauft worden später? Ja, ich habe es erst, es wurde geboren, ganz normal. Und dann hat die Hebamme, also ich habe es ja gesehen, wo es kam, weil ich seitlich lag und war sehr erschreckt, dass das Kind einen Daumen wohl noch im Mund hatte und während der Geburt das so rausgerutscht ist wohl. Auf jeden Fall hat er die Hände so gehabt, als wenn er den Daumen im Mund hätte. Und dann hat die Hebamme das Baby gewaschen, also mein Sohn, und angezogen und hat mir das dann im Arm gelegt. Da war ich erstmal sehr erschreckt. Ja. Wann ist es getauft worden? An dem Tag, also nach der Entbindung direkt. Nach der Entbindung. Die Pastorin die Pastorin kam an dem Tag, wo ich im Krankenhaus kam sie und hat mit mir gesprochen. Und sie war auf Abruf. Und als der Sohn geboren worden ist, hat die Hebamme die Pastorin angerufen und die kam auch direkt. Ja. Das Kind ist dann auch ganz normal bestattet worden. Ja. Ja. Das war, du sagst, am 31.10.2001. Ist es geboren, ja. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um auch diesen Schock, von dem du gerade gesprochen hast, um den so einigermaßen zu überwinden? Ein halbes Jahr. Hast du danach nochmal ein Kind bekommen? Nein,
ich will auch kein Kind mehr haben. War es dann deine erste Geburt? Nein, ich habe einen Sohn, der ist 11. Ja. Danach habe ich eine Schwangerschaft gehabt, die ist aber in der 9. Woche mit einer Fehlgeburt beendet worden. Also ja. Das ist eine Fehlgeburt. Und darauf direkt habe ich dann eine neue Schwangerschaft gekriegt und das war das Kind. Ja. Was totgeboren worden ist. Aber du rufst heute dazu an und erzählst mir das. Das heißt, es ist irgendwie, wenn auch der Schock überwunden ist, schon präsent im Kopf, ne? Schlimm ist es, dass man auch, deswegen ich auch angerufen habe. Ich sag, dass ich nicht Probleme habe. Also ich, ist jetzt am 31.10. passiert. Das ist der Todestag gewesen, der zweite. Da geht einem alles durch den Kopf. Und mit meinen Freunden und Freundinnen kann ich nicht drüber reden. Ja, warum die nicht? Machen die Kreuzzeichen machen die und sagen, geh mir weg damit. Wie bitte? Was? Die machen das Kreuzzeichen? Weil, wenn du davon erzählst, ich habe ein totes Kind geboren, dann machen die ein Kreuzzeichen und geh mir weg damit? Ja, die verstehen es nicht. Was soll das bedeuten? Die machen das Kreuzzeichen. Das ist, ich sag mir das so, dass die denken, die haben keine Beziehung zu dem Kind gehabt, ist ja klar. Ja. Die haben das Kind nie gesehen, außer auf dem Foto. Ja gut, aber ist ja egal. Was soll dieses Kreuzzeichen sein? Ich sag das nur symbolisch jetzt. Mhm. Nicht mehr drüber reden und tu mir den Gefallen, Steffi, lass es sein. Ja. Das ist natürlich nicht schön, wenn die Freunde so reagieren. Gerade mit Freunden sollte man darüber sprechen können. Und, ja, das ist das Problem. Und es wäre sehr schön, ich denke mal, dass es so viele Frauen gibt, auch vor der Welt oder hier in Deutschland oder wie auch immer, die auch dieses Schicksal haben. Mhm. Und eventuell, dass man sich irgendwie, weiß ich nicht, wenn es möglich wäre, dass sich welche melden würden bei dir. Ja, also sich bei mir melden können, weil das können wir gerne auch helfen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Darüber hinaus biete ich jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Der wiederum wird dir auch noch ein paar Telefonnummern geben von Selbsthilfegruppen. Mhm. Betroffene Menschen, die das Gleiche erfahren und erleiden mussten wie du. Was du hast hinter dich bringen müssen. Das war lieb. Du legst auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen, Steffi. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Eckart, 48 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Eckart. Schön, dass ich mal bei dir durchkomme. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe ein sehr großes Problem. Und es geht um meinen Freund, der ist 35 morgen. Mhm. Seine Frau ist 25, hat ein Kind, das ist 7 Jahre. Mhm. Und ist so der einzige, den ich eigentlich habe. Ich lebe auch sehr zurückgezogen. Hab niemanden, mit dem ich reden kann. Und das ist der einzige Freund, wo ich auch hingehen kann und mit dem ich über alles quatschen kann, über Gott und die Welt. Ist dein bester Kumpel? Der einzige. Der einzige. Der einzige. Also nicht ein Kumpel, ist immer so ein bisschen oberflächlich klingt. Das ist dein bester Freund, dein nächster Mensch. Ja, ja, ja. Mhm. Und der hat ein großes Alkoholproblem. Ja. Der wird nämlich aggressiv. Ja. Er schlägt seine Frau, schlägt auch das Kind. Ja. Das Kind nicht so oft wie seine Frau. Ja, wie soll ich das sagen? Das artet also dann aus, wenn der also getrunken hat, immer harte Sachen, nur Korn. Ja. Der fängt nachmittags erst meistens an damit. Ja. Ist er noch berufstätig? Jein. Der macht so ein trägt Zeitung aus. Mhm. Und also Job so rum. Bitte? Job so rum. Job rum, ja. Wie lange trinkt er denn schon sehr viel Alkohol? Wie lange? Also ich kenne ihn 3 Jahre. Mhm. Und das war aber vorher schon. Mhm. Nur das ist also in den Jahren wohl immer schlimmer geworden, was seine Frau so sagt. Und er schlägt sehr oft oder regelmäßig die Frau? Nicht regelmäßig. Also es gibt so Phasen, da hat er 14 Tage, passiert wohl gar nichts. Na gut, aber es kommt dann immer wieder vor. Und dann kommt es immer wieder vor. Wie dann? Wie denn? Sehr schlimm, sehr heftig? Ins Gesicht. Der schlägt die Frau ins Gesicht. Mit Folge, dass sie ins Krankenhaus muss zum Beispiel? Nein, ins Krankenhaus. Das wird alles geheim gehalten. Ja. Das wird alles geheim gehalten. Aber er macht es immer im Suff? Nur. Nur im Suff. Mhm. Wenn er also er schläft dann, wenn er getrunken hat, dann schläft er auf der Couch ein. Mhm. Dann wird er plötzlich nach 1,5 Stunden wach. Mhm. Dann sucht er was zu trinken und wenn dann nichts mehr da ist, dann meint er, seine Frau hätte das versteckt und will unbedingt also was zu trinken haben. Verstehe. Und fragt also, hier, das kann nicht sein, wo ist meine Flasche, gibt das
So, jetzt kann ich mir die Situation für dich sehr beklemmend vorstellen. Du bist denn ein enger Freund von ihm. Das ist dein wirklich naher Mensch. Ja. Siehst aber gleichzeitig, was für ein Unheil er da auch in der Familie anrichtet und was für ein Unheil er mit sich selbst auch anrichtet. Ja. Wie sehr hast du denn mit ihm über diese Situation schon gesprochen? Natürlich. Immer wieder? Der lehnt Therapie ab. Mhm. Alkohol, also Therapie lehnt er ab. Ja. Er sagt, das bringt ihm nichts. Ja. Sieht er denn ein, dass er Alkoholiker ist? Oder lehnt ja, natürlich. Das schon? Das sieht also ein. Er sagt, ich bin Alkoholiker, aber er will keine Therapie machen. Richtig. Wie steht er denn dazu, dass er seine Frau im Suff schlägt? Das weiß er gar nicht. Wieso sagst du ihm das nicht? Ja, das weiß er schon. Wie ich den kennengelernt habe, dann war ich erst einmal so morgens beim Frühstück bei ihm. Mhm. Ja. Und dann wunderte ich mich, dass er seine Frau, die dann aufgestanden ist, weil das Kind in die Schule musste, dann fragte er seine Frau, ist gestern was passiert? Achso, ich verstehe, dass er das währenddessen nicht weiß. Aber er weiß es hinterher. Wie steht er denn im nüchternen Zustand, wenn ihr beiden Männer miteinander redet? Wie steht er denn dazu, dass er im Suff seine Frau schlägt? Was sagt er dazu? Ist ja nix. Ja, aber wie nichts? Es tut ihm leid. Aber ist das nicht Grund? Davon wissen. Aber wäre das nicht Grund genug, auch von deiner Seite auf ihn einzuwirken, zu sagen, pass mal auf, du bedauerst das ja auch und das ist ja eine schlimme Sache, die du da machst. Ja. Das ist doch schon Grund genug, sich einer Therapie zu unterziehen. Ja, er sagt ja dann, es passiert nichts mehr. Und gut, ich bin ja nicht jeden Tag da. Mhm. Das Problem ist zum Beispiel, morgen hat er Geburtstag. Mhm. Feiert er seinen Geburtstag. Mhm. Da wird wieder reichlich Alkohol konsumiert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich hab den auch mal, also einmal habe ich dem eine gedröhnt, habe ich dem eine geschlagen, habe ich den ans Gesicht geschlagen auch. Mhm. Ich sag, was machst du mit deiner Frau? Guck dir das mal an hier. Mhm. Und pack dein Kind nicht noch an. Da hat er mich rausgeschmissen. Ach so. Da muss ich ja gehen. Mhm. Und ja, kurz der danach Alkoholiker an sich. Noch mal telefoniert, dann bin ich wieder zurückgegangen. Der Alkoholiker an sich ist ja auch aggressiv, wenn man ihn aufmerksam macht auf all seine Dinge, die er falsch macht. Ja, aber das sieht er ja noch irgendwo ein im Nachhinein. So, wenn er so voll ist, dann weiß er gar nicht mehr, was der tut. Ist mir völlig klar. So, jetzt ist deine Frage, ich hänge zwischen den Stühlen, was soll ich tun? Ich fühle Verantwortung und kann irgendwie gar nicht viel machen. Ich finde, dass zwei Sachen ausprobiert werden sollten. Oder angegangen werden sollten. Einmal, nochmal, das massive Gespräch zwischen dir und ihm. Ja, aber noch das versuche ich immer, Gut, ich sage es einfach nochmal. Appellieren an seine Verantwortung der Familie gegenüber, dem Kind gegenüber und auch seiner Frau gegenüber. Einmal ist schon zu viel, wenn es vorgefallen ist. Ja, so, das Zweite, nun kenne ich auch zu Genüge auch Alkoholiker, die einfach dicht machen und die wollen es nicht hören, die sind aggressiv, wie gesagt, und da ist es dann irgendwann auch sinnlos zu reden. So, die zweite Sache ist, wie ist dein Verhältnis zu der Frau? Ja, die ist sehr freundschaftlich. Freundschaftlich, gut, mehr wollte ich nicht wissen. Kein sexuelles Verhältnis. Nein, sie meint es auch nicht. Also, das Kind habe ich sehr gerne. Gut. Die Frau mag ich, die macht meine Wäsche. Okay, so. Alles gut. Gut, ja. Dann ist die Frau die nächste Ansprechpartnerin. Dass du auf die Frau einwirkst, dass sie Konsequenzen zieht. Dass sie irgendwann ihm auch klar macht, wenn nichts passiert, gehe ich, bin ich weg. Ja, das sagt sie auch. Ja, dann muss sie es auch machen. Dann muss sie es auch tun. Ja, aber sie hat auch keine familiären Bindungen mehr. Ja, aber das heißt, sie wüsste nicht, wo sie hingehen würde. Ja, ja? Aber das ist kein Argument. Nein. Nein, aber das ist kein Argument. Das, was in ihrem Hinterkopf ist. Ist mir klar. Aber sie weiß nicht, wo sie mit dem Kind hin soll. Sie weiß, dass sie dann nur ins Frauenhaus gehen könnte. Vorübergehend. Es wird sicher ein Weg und ein Mittel geben, dass diese Frau auch ordentlich unterkommt, auch ihr Leben führen kann. Das sage ich ihr auch. Also ich sage ihr auch, man wird dir helfen. Ich bin da. Ich kann dich zwar nicht aufnehmen bei mir hier mit dem Kind, aber ich kann dir seelisch und moralisch Unterstützung bieten. Und wenn ihr das Wasser wirklich bis zum Hals steht und sie überhaupt nicht weiß, wie sie das machen soll, da werde ich dich gleich auch noch an meinen Psychologen weiterverweisen. Soll sie sich an eine Selbsthilfegruppe von Angehörigen von Alkoholikern wenden und da mitmachen. Da ist sie nämlich mit Leuten zusammen, die genau das gleiche Problem an der Backe haben. Da kann sie allein hingehen. Da sind nur Leute, die deren Partner oder deren enge Freunde. Da kommt natürlich noch das Problem dazu, dass er dann fragen würde, wo gehst du denn heute hin? Ja, dann soll sie das sagen. Dann soll sie das sagen, dann kapiert er vielleicht. Dann kriegt ihr wieder eine gedröhnt. Dann soll sie erstmal heimlich hingehen.
Ja, das ist auch nicht so einfach. Nein, Eckart, weißt du, man kann nicht immer ja, aber sagen. Du sagst immer zu ja, aber. Ich mache einen Vorschlag und sagst, ja, aber das geht nicht, aber das geht nicht, das geht nicht. Doch, es muss gehen. Die Alternative ist, dass die Frau immer mehr einen in die Schnauze kriegt, auf Deutsch gesagt. Ja, natürlich. So, und das darf nicht sein. Schon, die sagt das schon nicht. Wahrscheinlich muss das aushalten, bis der mal tot umkippt vor seinem So, und das ist genau die falsche Haltung. Genau das ist die schlimme und falsche Haltung. Da macht sie sich nämlich auch mit schuldig. Sie hat auch eine Verantwortung ihrem Kind gegenüber zu tragen. Das Kind kriegt diesen Krieg und dieses Theater in der Familie mit. Das Kind sagt das schon, ich hasse meinen Papa. So, im Prinzip müsste alles darauf hinauslaufen, dass der Mann so schnell wie möglich in eine Therapie kommt. Ja. Oder es muss darauf hinauslaufen, dass die Frau erstmal zumindest so schnell wie möglich von diesem Mann getrennt wird. Das ist die Zielrichtung. Ja, natürlich. So sehe ich das auch im Prinzip. So, und da muss alles unternommen werden. Versuch das denen mal klar zu machen. Irgendwann, sage ich dir, Eckart, irgendwann kannst du auch nichts mehr unternehmen. Da muss der Leidensdruck so groß sein bei der Frau auch oder bei ihm, dass selbst etwas unternommen wird. Irgendwann kannst du nichts mehr machen. Du kannst sie nicht mit Gewalt irgendwo hinbringen. Aber dann habe ich auch niemanden mehr, ne? Dann wo ich mich, ne? Verstehst du? Und ich will halt auch nicht die Verbindung abbrechen. So, jetzt verbinde ich dich. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Kontakttelefonnummer, die ich gerade erwähnt habe. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Noch ein 48-Jähriger, nämlich der Karl-Heinz. Hallo. Hallo. Hallo Karl-Heinz. Grüß dich, Domian. Um was geht's? Ja, Ehe. Ehe? Ehe und Beziehungen, neben Beziehungen auch. Das heißt, es geht um deine Ehe? Ja. Und du hast eine Beziehung nebenher? Nee, ich habe keine Beziehung nebenher, aber ich habe seit einem Jahr kenne ich eine andere Frau und es ist einfach die Schwierigkeit. Ich bin mit meiner Ehe seit 19 Jahren jetzt zu Rande und ich komme an den Rand der Ehe, sage ich mal. Das heißt, an den Rand der Ehe, das heißt, du bist unzufrieden, du stellst dir in Frage die Ehe? Ja, sicher. Ja. Also 19 Jahre, gibt's Kinder? Ja, vier. Vier Kinder? Mhm. Von welchem Alter bis zu welchem? Von 10 bis 16. Von 10 bis 16. Mhm. Beschreib mal die Unzufriedenheit in der Ehe, wenn du sagst, ich komme an den Rand der Ehe. Ist ein schönes Symbol eigentlich. Also pass auf, es ist so, ich habe meine Frau kennengelernt und wir waren ein Dreivierteljahr nur zusammen und dann haben wir geheiratet. Ich hatte zuvor eine 20 Jahre ältere Frau als Beziehung, 8 Jahre und das ist schiefgegangen. Mhm. Und ich dachte dann, hurra, das ist es. Und aber ich habe da bin vielleicht noch ein bisschen blind rein, weil deren Bruder, also von meiner Frau, der sagte, die ist, ja, so sexuell kannst du da nicht so viel erwarten. Hat der Bruder gesagt damals schon? Ja. Warum? Und ich habe natürlich nicht darauf geachtet, das war klar. Was meinte der Bruder damit? Bitte? Was meinte der Bruder damit? Naja, er meinte damit, es sei so nicht ein asexuelles Wesen, das auf gar keinen Fall ist sie auch nicht, aber sie hat einfach, sie strahlt nichts aus und sie will auch nichts ausstrahlen. Und das wusste der Bruder damals schon, dass sexuell da nicht der Hammer hochhängt, richtig? So ist es, ja. Mhm. Und er hat sich schon gewundert, dass ich das so schaffe, dass ich sie, ja, sozusagen zu einer Frau mache. Immerhin seit 19 Jahren zusammen und es gab vier Kinder. Mhm. Es gibt vier Kinder. Ja. Das heißt, es gab doch eine ganze Menge Sex. Ach, das kann man ja auch auf die Nachkommenschaft beschränken. Das heißt, der Sex war in den ganzen 19 Jahren nicht zufriedenstellend für dich? Nee, kann nie, man nicht sagen. Nie, von Anfang an nicht bis heute, bis auch in, in die Zeit. Kann ich auch dazu beigetragen haben. Ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, ich habe selber Schuldgefühle. Mhm. Also, das heißt, es war immer so eine Pflichtnummer, die gar nicht oft vorgekommen ist. Genau. Und man lebte so nebeneinander her. Mhm. Könnt ihr denn außerhalb der Sexualität gut miteinander? Inzwischen beschränkt sich so auf die Bewältigung des Alltags, würde ich sagen. Also es ist weniger, also wir machen nichts mehr im Moment miteinander, also zum Beispiel miteinander Kino gehen, Theater, irgendwo einen Ausspaziergang oder sowas, mal miteinander in ein Bad oder sowas. Es ist nicht mal eine tiefe platonische Beziehung. Das nicht, nein. Nein. So, also wir verstehen uns, aber ne, wir kennen uns. Es funktioniert. So, jetzt hast du gerade gesagt, seit einem Jahr habe ich da was anderes noch am Laufen. Mhm. Was ist das? Ach, das ist wieder eine Aufnahme des Früheren. Ich habe dann eine etwa fast 20 Jahre ältere Frau wieder kennengelernt. Stehst auf ältere Frauen? Ja. Ja. Mhm. Und aber das ist auch nichts. Ich meine, die Frau ist auch unglücklich mit mir, das verstehe ich auch.
Sie möchte natürlich was ganz anderes. Sie möchte einen Mann des Lebens haben und das geht einfach nicht. Ne? Übrigens habe ich gerade gar nicht gefragt. Deine jetzige Frau, die ist so ungefähr in deinem Alter? Ja, ja, genau. Die ist in deinem Alter. Also ein halbes Jahr jünger. Ja. Also, und dieses ist so eine Affäre, die aber auch schon wieder irgendwie verspannt ist, weil die Verhältnisse nicht geklärt sind. Genau. Aber Affäre heißt das, dass ihr euch regelmäßig trefft und dass ihr auch Sex miteinander habt. Nee, eigentlich auch kaum. Auch kaum? Also, kaum. Warum? Es war mal ein bisschen, aber es ist nicht, es steht nicht im Mittelpunkt, überhaupt nicht. Die Frau ist 68? Mhm. Ja, 68, weil du 48 bist, ja. Die würde gerne richtig mit dir eine Beziehung führen. Nee, glaube ich nicht. Auch nicht? Ich bin ihr, glaube ich, zu chaotisch und sonst was und zu nervös und weil ich natürlich, ich kann ja nicht zwei Frauen nebeneinander hier haben, das geht ja auch nicht. Das sehe ich auch selber. Also ihr habt keinen Sex miteinander? Was das ist mehr platonisch. Aber davon weiß deine Frau nichts? Doch, ich denke mal, sie ahnt etwas. Ahnt es. So, jetzt gehen wir nochmal hin zur Ehe und zu der Partnerschaft. Mhm. Was, so wie du es gerade geschildert hast, würde ja jeder normale Mensch sagen, oder fragen, warum sind die noch zusammen? Mhm. Warum führen die noch die Ehe? Das frage ich dich jetzt auch. Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen, wir haben ein Haus, gut, kann man sagen, kann man verkaufen, aber das Haus muss abbezahlt werden und mein Beruf ist dazu notwendig und unser gemeinsames Einkommen ist notwendig. Das ist mal das Materielle. Also eine finanzielle Verstrickung, Komplikation. Mhm. Ja. Das andere ist, ich hänge auch an meinen Kindern sehr. Ja. Und ich glaube auch, ich sehe es halt bei meinem Bruder, der selbst geschieden ist, man hat von den Kindern dann nichts mehr. Mhm. Also doch zu wenig einfach als Mann, weil man... Weniger. Die kommen zu den Frauen und kommen zur Frau und... Also das fände ich sehr schade. Wobei, da könnte man sich auch arrangieren, ihr habt vier Kinder, ob nun alle zu der Frau müssen, ob man das nicht irgendwie aufteilen könnte, wenn es gütlich alles ist. Und dann gibt es noch einen Hammer. Ich bin halt in einem Dienstverhältnis, wo ich nicht geschieden werden darf. Jetzt kannst du dreimal raten, was es ist. Oh. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen was Kirchliches. Ja. Und da darf man nicht geschieden werden. Ja gut, ich meine, ich bin in der Öffentlichkeit. Du bist in der evangelischen Kirche? Nee, in der anderen. In der anderen Partei. Ja. In der anderen Großpartei. Ja, das ist mir schon klar. Ich will dir sagen, was du wohl sein könntest. Du willst es mir wahrscheinlich nicht sagen, um nicht erkannt zu werden. Ja. Und da darf man dann nicht geschieden werden. Ja, genau. Ja. Also ich würde einfach diesen Dienst nicht mehr versehen können. Ach du lieber Gott, wie kompliziert. Scheiße, ja. Das ist mir wirklich kompliziert. Mhm. Das ist schon verrückt, ne? Da zwingt eine Religion, wo es um Liebe und um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit geht, zwingt einen zu Lüge. Das mag ich natürlich überhaupt nicht. Und ich habe auch, wie gesagt, schon mehrfach mit meiner Frau darüber gesprochen. Und im Moment ist sie auf dem Trip, dass sie sagt, was willst du denn überhaupt? Und es ist doch alles in Ordnung. Und sie lässt auch kein Problemgespräch an sich ran. Aber du bist unglücklich. Aber ich bin unglücklich. Und du bist unzufrieden. Absolut. Und du würdest gerne ein anderes Leben führen. Absolut. Du würdest gerne dich auch wieder neu verlieben, du hättest gerne eine Beziehung, du hättest auch gerne mal wieder endlich mal eine gute Sexualität. Mhm. Ne? Und alles, was dazugehört. Mhm. Und du hättest auch gerne mal jemanden, mit dem du mal wieder mit Freude ins Kino gehst und mal schön essen gehst. Oder ja, genau. Was dazugehört. Ne? Weißt du, ich mache das ja, ich gehe ins Kino, aber ich gehe halt allein. Mhm. Oder ich gehe auch mal allein essen und das mache ich schon. Also die Situation ist ja mehr als Verfahren. Ne? Mhm. Es ist nicht nur das Finanzielle, was schon schwierig genug ist, es ist eben auch noch das Berufliche. So ist es. Mhm. Und den würde ich am liebsten natürlich dann auch an den Nagel hängen, im Prinzip im Moment. Von deiner Ausbildung her und von den Voraussetzungen, und du bist 48, in unserer Zeit ist das ja grauenhaft, dass man schon sagt, da ist man alt, wenn man 48 ist. Hättest du denn noch eine Möglichkeit, in einen anderen Bereich reinzugehen? Schwierig. Ich bin halt Schmalspur ausgebildet und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also was bist du ausgebildet? Ich bin ziemlich Schmalspur ausgebildet. Ne? Ja. Und weißt du, wenn ich jetzt was ganz anderes machen würde, dann müsste ich wirklich von ganz von vorne anfangen. Also was ich gerade für eine Idee habe, so einen Gedanken. Ich meine, das kostet ja nichts und es schadet ja auch nichts. Du hast ja auch in der Beziehung keinen richtigen Druck, du kannst es ja langsam angehen. Mach dich doch mal richtig und ausgiebig kundig, ob das vielleicht nicht doch möglich wäre. Mhm. Denn dieses Alter 48 ist ja eigentlich gar nicht so übel. Das könnte ja bedeuten, dass du vielleicht die Chance hättest, nochmal jetzt einen ganz neuen Einschnitt in dein Leben zu machen und nochmal eine ganz neue Lebensphase zu beginnen. Mhm. Wenn es möglich wäre, einen Job noch zu finden. Mhm. Ich glaube, das scheint mir jetzt das plausibelste, das schwierigste Problem mit dem Job. Mhm.
Ne? Wenn dieses gelöst wäre, könnte man das andere ja vielleicht irgendwie doch auch ordentlich hinkriegen. Ja, denn weiß ich. Was ist denn die Alternative? Die Alternative, willst du 68, 70 oder noch älter werden in dieser Konstellation, in diesem Frust? Nee, mit denen soll ich nicht. Ja. Also muss man was machen. Also muss man irgendwie suchen und forschen herum. Wie sieht deine Frau das denn? Die würde sich weiter so zurechtfinden und sagen, wir lassen es so laufen. Ich habe den Eindruck, sie hat sich mit den Verhältnissen gut arrangiert. Mhm. Sie hat die Kinder auf ihrer Seite, sage ich mal. Mhm. Sie macht jeden Abend Ringelpiez mit den Kindern. Mhm. Und sie braucht mich eigentlich gar nicht. So, mhm. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Mhm. Ich meine jetzt so zum Leben, jetzt mhm. zur Alltagsbewältigung, ja. Also mhm. ich muss natürlich einkaufen und auch bestimmte Dinge müssen besprochen werden, abgesprochen werden, Termine eingehalten werden, etc. pp. Das ja. ist gar keine Frage. Ja. Und selbstverständlich darf ich auch das Geld nach Hause bringen, ist auch klar. Mhm. Das ist logisch. Weißt du, solche Sachen mit dem Haus, ja, mhm. das ist immer kompliziert. Aber ein Haus darf kein Grund sein, mit jemandem zusammen zu sein, nee. Zusammen zu bleiben, mit dem es nicht mehr geht. Mhm. Menschenhaus kann man, wie du sagst, auch verkaufen. Mhm. Also das ist ja nur, das darf nicht der Klotz am Bein sein. Ja, ich finde, das Allerdringlichste wäre, dass du dich intensiv schlau machst, wie die Berufschancen sind. Mhm. Und von da aus, von dieser Sicherheit heraus dann neu agierst. Und wirklich versuchst, was in die Wege zu leiten. Du musst es tun. Ich bin davon überzeugt, dass du es tun musst. Du hast mich angerufen. Du hast davon erzählt jetzt, wie der Druck in dir letztendlich ist. Und der Frust, nicht der Druck, sondern der Frust. 19 Jahre Frust, kann man sagen. Ja. Das ist so, ne? Ja, also auf jeden Fall, sagen wir mal 15 Jahre. Gut. So, und so kannst du nicht alt werden. Ist ja egal, ob es 15 oder 19. Völlig egal, aber so kannst du lang. Aber ja, genau, uns kann nicht so weitergehen. Mhm. Also muss jetzt millimeterweise gesucht werden. Das ist meine Überzeugung. Wie das genau gehen soll, Karl-Heinz, weiß ich nicht. Aber ich möchte dich darin bestärken, das zu tun. Mhm. Weil es ist gut für dich, es ist gut für die Familie. Und irgendwann werden die Kinder auch sagen, Papa, das war schon richtig, was du damals gemacht hast. Bin ich ganz sicher, wenn die älter werden. Ja, weißt du, das Problem war, bisher dachte ich halt immer auch so, ich brauche einen Beruf, bei dem das Einkommen so ähnlich ist. Ne? Mhm. Und das ist halt schwierig. Denn sonst geht es mit dem Haus nicht, verstehst du? Ja, aber vielleicht musst du auch Konzessionen machen und dann ist das Haus halt weg. Mhm. In diesem Sinne, alles Gute. Ich danke dir. Alles Gute, Karl-Heinz. Ich danke. Tschüss. Tschüss. Ingmar. Guten Morgen. Ja, hallo. Wie alt bist du? Ich bin 27. 27? Ja, und ich ruf aus Wien an. Ach Mensch, ich dachte gerade, Ingmar, das klingt so nach Schweden. Ja, das stimmt. Also du rufst nicht aus Schweden an, sondern aus Wien. Genau, ich wohne in Wien, komme aus Deutschland und der Name kommt aus Schweden. Ja. Sehr europäisch. Ja, sehr europäisch. In Wien, wie schön. Ich war in meinem Leben noch nie in Wien und möchte mal so gerne nach Wien. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich glaube, das ist eine traumhaft schöne Stadt. Ja, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Im Prinzip geht es auch eigentlich bei meinem Thema darum. Sag mir kurz vorher, warum du in Wien bist. Das war ursprünglich aufgrund meiner Eltern, die sind beruflich hierher gezogen und ich finde es hier sehr schön und bin jetzt schon seit 18 Jahren hier. Ah ja, so lange schon. Mhm. So, und das ist auch der Grund irgendwie, weswegen du anrufst? Nicht wirklich, mein Thema ist eigentlich heiraten. Heiraten? Und zwar, ich bin jetzt seit einem Jahr mit meiner Freundin Karin zusammen und bin sehr, sehr glücklich und ich würde ihr gerne einen Heiratantrag machen. Ja. Jetzt ist es so, wir gucken deine Sendung jeden Abend und ich weiß ja, dass wenn so nach einem Jahr gesagt wird, ja, wir heiraten, dann verdrehst du immer die Augen. Und eigentlich habe ich dem bis jetzt auch immer zugestimmt. Ja, aber ihr seid ja schon in einem etwas besseren Alter, in einem etwas reiferen Alter. Na gut, ja. Und wie alt ist deine Freundin? Wie alt ist Karin? Die ist 24. Na gut, du bist 27. Genau. Ich bin immer so ein bisschen, verdrehe die Augen, wenn die Anrufer 17 sind und zwei Monate zusammen und heiraten dann. Also jetzt mal ein bisschen krass ausgedrückt. Also bei mir, ich habe bis jetzt generell die Augen verdreht. Freunde von mir haben nach einem halben Jahr geheiratet, da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum willst du denn Karin jetzt heiraten? Ja, weil das irgendwie die besondere ist. Ich hatte schon mehrere Beziehungen, auch längere, und bei ihr war das alles anders. Ich bin zwei Tage, nachdem wir zusammengekommen sind, bin ich bei ihr eingezogen. Zwei Tage schon? Ja. Und dann haben sich meine Wohnung gekauft, jetzt wohnen wir bei mir. Mhm. Und das ist alles, das ist so eine Nähe, so eine Vertrautheit, die ich nicht gewohnt bin und wo ich nie gedacht hätte, dass ich mich da wohlfühle. Was macht denn jetzt diese Heirat dann? Bei dir, in der Sendung, oder wie? Nein, ich wollte nur fragen, ihr seid glücklich miteinander. Ja, sehr. Ne, ihr wohnt zusammen, das ist alles ganz toll. Es ist die beste Frau, die du vielleicht bisher hattest. Genau. Ja, was für eine Steigerung erfährst du denn oder ihr noch, wenn du sagst, wir heiraten jetzt? Wenn der wienerische Standesbeamte auch noch sagt, ja, die gehören zusammen. Steigerung,
in dem Sinne empfinde ich, naja, dass wir uns halt irgendwie schwierig zu erklären. Also es hat was Symbolisches wahrscheinlich. Es, ne? hat auf jeden Fall was Symbolisches. Ja. Das ist, ich bin mir sicher, und ich finde, wenn man sich nach einem Jahr, wenn man zusammen wohnt und sich selber die Frage stellt und sagt, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dann ist das in Ordnung. Und wenn man aber sagt, nee, lass mal noch warten ein Jahr, dann heißt das im Prinzip, man wartet auch, vielleicht kommt ja noch was Besseres, man ist nicht überzeugt. So. Aber egal, um mal wirklich zu dem Thema zu kommen. Wir gucken immer Domian. Ja. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass ich sitze hier auf dem Klo, muss ich dazu sagen, mit einer Taschenlampe. und ich würde gerne in deiner Sendung einen Heiratsantrag machen. Ja, gerne. Gerne. Wo ist sie denn im Moment? Im Wohnzimmer oder was? Sie ist im Schlafzimmer und fragt sich wahrscheinlich, wo ich bin. Hallo Karin, im Schlafzimmer. Genau, die ärgert sich, dass sie Domian ja nicht gucken kann, weil ich dafür gesorgt habe, dass das Kabel einen Schaden hat. Ach so, sie sieht mich im Moment nicht. Nee, deine Redaktion hat die Telefonnummer. Ja. Und die könnten im Prinzip jetzt mal bei ihr anrufen und dann hättest du sie auch dran und dann könnte ich ihr das sagen, was ich ihr sage. Das ist ja ganz pfiffig. Liebe Redaktion, dann ruft aber auch mal an. Hoffentlich geht's ihr an. Ich gucke gerade hier durch die Scheibe und sehe meinen Redakteur, den Wolfram, der hält ein Telefon in der Hand. Das heißt, er ist wohl irgendwie gerade zu Gange. Hoffentlich geht es dann aber und pennt nicht ein, weil sie hat... Ich höre gerade auf dem Kopf, es dauert noch einen kleinen Moment. Mhm. Also sie sitzt im Schlafzimmer? Naja, sie liegt im Schlafzimmer. Sie liegt im Schlafzimmer. Guckt jetzt wahrscheinlich gerade irgendwas anderes als Domian, ja. Ärgert sich. Nein, wir gucken dich regelmäßig. Hör mal, habt ihr denn in Wien den WDR im Kabel? Eigentlich nicht, aber wir haben Digitalfernsehen, das ist von dem Kabelanbieter und da ist WDR dabei. Ach so, das ist natürlich ganz schick. Ja, das war... Gott sei Dank. Ja. Und wie seid ihr auf uns gekommen, wenn du schon so lange in Ja, ich komme aus Krefeld, also ich komme aus der Richtung, wo der WDR sendet. Ja. Ja gut, aber du bist schon lange in Wien. Ja, ja, aber ich habe ja Kontakt zu meiner Heimat und Domian kennt man ja. Und die Karin ist eine richtige Österreicherin. Karin ist eine richtige Österreicherin und ist jetzt auch Domian-süchtig, weil ich habe sie quasi angeschaut. So, jetzt höre ich gerade was. Am Telefon, dass die Karin bei mir ist. Hallo Karin? Ja? Hallo Karin, hier ist Domian aus Köln vom WDR. Hallo Domian. Jetzt bist du aber baff, ne? Ziemlich, ja. Ich habe nämlich so erfahren, dass du oder dass ihr oft hier unsere Sendung verfolgt. Ja, das stimmt. Ja. Und es gibt jetzt eine kleine Überraschung. Weißt du, wer hier noch in der Leitung gerade ist? Ja, ich nehme an, mein Freund. Der Ingmar, ganz genau. Nachdem er sich vor 10 Minuten verdrückt hat, ja. Der Ingmar sitzt nämlich jetzt bei euch auf dem Klo mit der Taschenlampe, hat er mir gerade gesagt. Quasi bei dir um die Ecke. So, und ich habe jetzt eigentlich gar nichts zu sagen im Moment. Jetzt übergebe ich das Wort dem Ingmar. Alles klar. Liebe Karin, wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen und seit einem Jahr wohnen wir auch zusammen. Obwohl ich anfangs dachte, das weißt du, dass ich so viel Nähe eigentlich nicht ertragen könnte, aber... Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass bei uns das alles viel, viel schneller geht als bei anderen Beziehungen. Und mein Glück mit dir hat sich gesteigert und gesteigert und ich kann es schon fast gar nicht fassen, dass es nicht aufhört. Und ich bin so gern in deiner Nähe und ich genieße das, wenn du da bist. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass du mal nicht da bist. Und ich wünsche mir so sehr, dass das für immer so bleibt. Und damit du auch gesetzlich dazu verpflichtet bist, bei mir zu bleiben und dass das immer so schön bleibt, möchte ich dich jetzt fragen, Karin, willst du mich heiraten? Ja. Ah, ist das romantisch. Kann ich ja jetzt raus auf dem Klo. Ist das romantisch? Hast du das schön gesagt, Ingmar? Hast du das auswendig gesagt oder abgelesen gerade? Nee, das habe ich auswendig gesagt. Mann, Karin, bist du jetzt baff? Ja. War das denn schon Thema mit dem Heiraten? Ja, doch schon, ja. Aber noch nicht, also noch nicht so offiziell halt. Nur kam dieses Ja gerade so ein bisschen zögerlich. Ich hoffe aufgrund der Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Aber ich hoffe, du freust dich. Natürlich. Also, das ist ein ganz eindeutiges Ja. Ja. Das Ja heißt, ja, ich, die Karin aus Wien, will den Ingmar heiraten. Ja, genau. Ja, ich bin schon ein bisschen müde, muss man das sagen. Hört mir, ihr Süßen in Wien, das ist aber sehr, sehr schön. Das war wirklich sehr rührend gerade, Ingmar. Ja. Und ihr habt euch jetzt wahrscheinlich sehr viel zu erzählen. Ja. Und zu beraten. Fand ich eine sehr tolle Idee von dir, dass du hier angerufen hast und dass es jetzt auch geklappt hat mit Karin. Ja, danke, dass ihr das ermöglicht habt. Ja, klar. Und ich glaube, ich bin der Erste, der das auf dem Klo gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt es auch irgendwie aufgenommen.
Ja, ich habe es aufgenommen. Das ist gut. Das war das heißt, ganz so leicht. Den Enkeln muss es dann mal vorgespielt werden. Genau. So, jetzt lassen wir euch allein. Die Sendung ist eh gleich vorbei. Schöne und liebe Grüße nach Wien und euch beiden von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Ove Petersen, Pamela Koppei, Nikolas Schelzig und Johannes Brachthäuser. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da, am Montag, auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche ein schönes Wochenende und jetzt eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.